Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Callisto Protokoll. Ich hoffe, die erste Folge hat euch gefallen. Schön, dass ihr wieder mit reinschaut und mit mir ein bisschen Horror genießen möchtet. So. Heidenai, ich habe jetzt noch was am Bildschirm geändert, weil ich habe ein Windows-Update gehabt und der hat mir das HDR ausgemacht irgendwie. Ja, schauen wir mal ganz kurz in die Optionen. Da kann man das, glaube ich, noch mit einstellen, ne? Da war da irgendwie was. War das bei Grafiken? Ist deaktiviert. Jetzt mache ich es mal an. Mal gucken, ob sich da was ändert. Ich möchte es nur mal testen. Stockt gerade ein bisschen. Oh. Oh ja, kommt gleich ganz anders rüber. Oh ja. Das ist gut. Das kommt bitterböse rüber. Alter. Ei, da suppt's aber auch runter. Ei. Mag gar nicht so sehr schauen. So, ich werde das hier echt gemütlich spielen. Weil ich habe gemerkt, es ist bockschwer. Boah, die Licht- und Schatteneffekte. Geil. Der Sound. Geil. Dead Space Flashbacks. Jo, hat er. Zugangshalle. Sierra 019. Was? Näher? Wir sind auch leicht angeschlagen, ne? Ich habe noch keine Taschenlampe oder sowas. Oh, hier liegt einer. Ja, Schlampen. Ja, von dem kriege ich nichts. Isolationstrakt. Alter, geleck. Das kommt schon bitterböse, gell? Wir müssen uns auch genau umgucken. Da ist ein Polizist. Oder ein Wärter, sagen wir es mal so. Jacob. Hä? Wer war das? Das warst du, oder? Das hat doch gerade einer mit mir gequatscht. Welcher war denn das? Der nicht, der ist ein bisschen kopflos. Energieumwandler. Energieumwandler, jawohl. So. Wertvolle verbotene Gegenstände können für Credits verkauft werden. Okay. Schauen wir mal neider, oder? Alter, du hast da eine riesen Brechstange auf dem Rücken. Nutz die doch. Ja, Wahnsinn. Alles mit der Ruhe. Da sind Zellen offen. Die sind verschlossen. Dann schauen wir erstmal hier rein. Da ist keiner, gell? Ist die leer? Ne, da liegt einer auf dem Bett. Okay, das ist jetzt die Frage. Warte mal, wenn. Wieso sind die tot, die in den Zellen drinnen liegen? Weil die Lüftungsschächte sehe ich jetzt gar nicht, also so kleine. Wieso ist der tot? Oh, Alter Geleck. Am besten Zahnpasta und Zahnbürste. Hier haben wir Credits oder was haben wir hier? Nein, Leben. Oh, sehr gut. Das ist die einzige Zelle, wo wir jetzt reinkommen? Ja, gell? Boah, ich dümpel hier schon wieder ein bisschen rum, aber ist wurscht. Ich will genau gucken, weil... Weil ich möchte... so ziemlich alles an Items mitnehmen. Na komm, mach auf. Oh! Da ist einer. Boah, Alter! Fuck! Geh das an! Was ist mit dir? Hat der jetzt Kreislauf bekommen oder warum ist der da reingefallen? Alter, Fede, guck dir das mal an, was der für Pusteln am Körper hat. Okay, den kriegen wir auch nichts raus.
Boah, mein Herz. Mein armes, kleines, süßes Herz. Immer diese Jumpscares. Aber das ist ja das, was wir wollen. Horror. Jawohl. C8, das ist der C-Block. Okay, was war hier drüben? Kann man das da lesen, was da drauf steht? Unbekannt. Daten. Da ist nichts drin. Lokation unbekannt. Am Ende. Hier ist noch eine Zelle. Ein Haufen Credits noch. Ja, fünfmal, fünf Stück. Warte mal ganz kurz. Mal ins Inventar gucken. Wo haben wir da die Credits-Auflistung? So, mit den Pfeiltasten können wir rumspielen, ja. Ah, das geht auch mit WASD. Also brauchen wir nicht große Gedanken machen. Das könnte man nutzen. Warte ich aber noch. Was ist das für ein Gegenstand? T. Sturz. Was ist Sturz? Nutzen. Sturz. Was ist Sturz? Hm. Warte, Lass mal abwarten. Da ist noch eine Zelle offen. Ah, hier ist nichts. Das ist auch eine coole Bewegung, wie er da sein Gurt nochmal zurechtrückt. Oder sein Tragegestell da. Überall dieses Geschwür, Wulst, Pilze, was ist das? Das? Geh ab! Ich muss den töten. Es töten. Was zur Hölle geht hier vor? Was war das für ein ekelhaftes Viech? Aber jetzt wartet mal, mir fällt da gerade was auf. Optionen? Gameplay? Ne, da ist es nicht drin. Bedienungshilfen? Untertitel, da steht's doch. Das machen wir an. Größe? Null. So muss gut sein, gell? Ja, das müsste passen. Sprechname. Machst du auch mal mit an? Die Farbe? Mal blau. Sprecher. Und gut. So. Sorry dafür, dass ich da die Untertitel noch nicht eingestellt habe. Weil es mir jetzt gerade aufgefallen ist, weil wir haben den Funkspruch reinbekommen. Und haben es nicht mitlesen können. Weil ich weiß nicht, ob der Sound jetzt gut ist, weil ich spiele es gerade durch. Jawohl. Gesundheitsselektion. Da könnte man. Ne, ich lasse es noch. Wir haben jetzt zwei. Sehr gut. Aber wo sehen wir die Credits? Wie viele Credits wir haben? 71, da oben steht's. Da oben steht's. 71 haben wir. Gut. Wir werden reich. So. Tipp mal an. Für Arbeit. Boah, die sind über uns, oder? Oder sind die im Fahrstuhlschacht? Ah, der ist offen oben. Oh. Hab den Aufzug gefunden. Ich komme rauf. Gut. Vielleicht war der Umweg doch gut für uns. Gleich hinter der Krankenstation gibt es ein Waffenlager. Ein guter Ort, um sich auszurüsten. Du musst aber vorsichtig sein. Die Sicherheitseinheiten sind aktiv. Oh, das ist nicht gut. Das sind die Roboterviecher. Erlaubnis wurde erteilt. Bereich
gesichert. Weiter zum Medizinbereich. Da finde ich, wie sieht der... Aber wie ist denn der drauf? Schichtwechsel. So, wir gehen da auch. Elias, können die uns nicht tracken? Die Gefängnissysteme brechen zusammen, so wie der Aufzug da hinten. Bleib einfach außer Sichtweite, dann kannst du dich vielleicht vorbeischleichen. So, Stealthy Mission. Ich speichere mal. So, haben wir gespeichert. Jawohl. So. Dürfen mich nicht sehen. Das haben wir auch schon mitgekriegt. So, wie läuft der? Da steht er. Oh. Ah, spannend. Ah, das speichert jetzt auch nochmal automatisch. Der steht direkt da. Alter, das muss der doch gehört haben. Da steht er. Komischerweise haben wir jetzt auch eine Taschenlampe, kann das sein? Ah, ja, das ist. Schön unten bleiben. Ja. Oh oh. Threat condition elevated. Okay, der ist mehrsprachig ausgebildet, weil wir haben Deutsch eingestellt. Steht da vorne? Wie weiß ich, das ist die Hologramme mit dem ganzen Egelzeug. Was habt ihr hier gemacht? Sieht aus, als wäre ich hier sicher. Da ist noch eine Maschine, Operationssaal. Da ist der Roboter. Oh ja, sehr gut. Erste Hilfe. Der Injektor. Testlabor M113. Ein paar Infos wären mal cool, ne? Operationsraum M112. Komme ich da rein? Nö. Da sagt er nö. Hier ist noch eine Kiste. Alter! Hier ab! Verdammte Viech, Alter! Ah, er geht nicht automatisch wieder zurück. Ah, da war jetzt bloß... Oh, es war hier eine Kiste und da ist dann nur so ein Viech drin gewesen.
gibt's denn das? Boah, was haben die hier gemacht? Lost Risk. Da geht's auch noch nach oben. Okay, aber wir schauen das mal hier. So, eine Aufzeichnung. Ansehen. So, zwei. Ah, ist die drei. Okay, die drei haben wir bekommen. Spielen wir mal ab. Persönliches Logbuch, Dr. Caitlin Mahler. Heute in Black Iron angekommen. Cole das erste Mal getroffen. Er hat mich dazu autorisiert, das Programm neu zu starten. Das wird nicht einfach sein, aber ich vertraue auf mein Team. Sie wissen genauso gut wie ich, was auf dem Spiel steht. Die Möglichkeiten. Sehr schön. Eins von vier haben wir da jetzt bekommen. Da haben wir die dritte Aufzeichnung gefunden. So, jetzt gehen wir mal da oben hin. So was wie eine Karte haben wir noch gar nicht, gell? Nee. Nur unser Inventar. Oh, wir haben nur sechs Plätze. Jetzt sehe ich das erst. Ich dachte, kann der nie stacken? Aber ich würde mir dann mal eins gönnen. Alter, die sah schon ein bisschen komisch aus, gell? Die Flüssigkeit. Okay, das. Ja, ist da so eine Tür, gell? Verschluss. Okay. Verschlossen. Die geht mit Strom auf. Ich sollte noch eine Sicherung suchen. Okay. Die geht mit Strom. Wir probieren es trotzdem. Sicherung erforderlich. Okay. Hat er ja gesagt, aber wir mal. Hebel und Knöpfe sind da, um gezogen und gedrückt zu werden. Das ist ja völlig klar. Oh, schaut euch die Atmosphäre an, dieser Schattenwurf, allein nur von uns. Mega. Machen die auch Blutspuren, wenn wir durch Blut laufen? Nee, nicht wirklich. Okay. Was für eine Sauerei. So, das ist jetzt die Sicherung. Die ist jetzt verschlossen. Gut, dann kommt der Große nicht rein. Also dieser Sicherheitsroboter. Kann ich auch normal gehen? Ja. Sind ja außer Reichweite von dem Typen. Müsste es ja gehen. So. Jetzt halt. Ach du, oh. So, warten. Ah, ich hab rausgerufen. Autsch. Alter. Haben wir einen Schaden bekommen? Ich weiß es gar nicht. Hier ist es so laut, ich brauche hier eigentlich gar nicht schleichen, gell? So, okay, wir sind jetzt hier. Sicherheitssteuerung. Okay, warte mal, aber wir haben doch da drüben noch einen. Bevor wir in den Operationsraum gegangen sind, war doch noch ein Raum, oder?
Jetzt weiß ich nicht, ob wir schon einen Treffer abgekriegt haben. Ich glaube, wir wurden einmal getroffen, gell? Weil es ist nicht mehr dunkelgrün, es ist nur so hellgrün, gell? So, jetzt pass auf. Wo ich nochmal hingehen möchte. Aufpassen, da hinten steht er noch, oder? Ja, der steht da auch noch und da ist auch noch eine Tür. Auf jeden Fall ist da noch eine Tür. Und hier geht es auch noch weiter. Hier kommt man auch rein. Guck dir das an. Es gibt so viele Möglichkeiten anscheinend. Sieht aus wie ein Untersuchungsraum, oder? Ja, 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 könnte man meinen. Credits. Auch Credits. Ich sage mal, wie groß ist das denn hier bitte? Gucke mal, ich bräuchte hier auch nochmal eine Sicherung. Jetzt habe ich auch keine Taschenlampe mehr, kann das sein? Hier ist nichts. Aber das ist noch ein großer Raum. Das sind die Nasszellen, oder? Sieht aus wie ein großer Bereich. Ich glaube, ich muss die... Ich muss nochmal zurück. nochmal schnell die Sicherung holen. Um zu gucken, was in dem Raum drin ist. So, pass auf. Wir machen es wie folgt. Wir gehen jetzt nochmal zurück. Hier ist zu viel zum Erkunden. So, hier in dem Bereich haben wir schnell geschwind geguckt. Da ist nichts mehr. So. Was ist von dem eigentlich der Sichtbereich? Weil ich möchte jetzt erst einmal da drüben gucken. Hier ist nix. Schade. Die Musik erinnert gerade so ein bisschen an der Weiße Hai. Kann ich da drüber klettern? Nein, kann er nicht. So, jetzt warte mal. Das ist sein Sichtbereich. Da kommen wir nicht hin. So, wir wollten die Sicherung holen. Da ist halt die Frage, sind das Alternativwege oder ist das, Ist das hier ein Alternativweg oder nicht, gell? Das wissen wir jetzt nicht. Muss nochmal kurz gucken. Nochmal kurz gucken. So. Bin ich ein bisschen überfragt. Der Sicherheitsraum. Können wir unser Ziel nochmal irgendwo abrufen? Ich finde das Waffenlager. Sicherheitssteuerung. Ja, schauen wir erstmal da rein. Ja, man muss ja ein bisschen gucken. Wenn das bloß ein Raum ist. Lockdown. Oh, nicht schon wieder. Code 51.
Nicht schon wieder Lockdown. Speichert. Da liegen 1, 2, 3. Veränderung. Oh. Fürchten Sie sie nicht. Nur durch Veränderung können wir wachsen. Unser bestes Selbst werden. Veränderung kann schwer sein. Doch sie ist notwendig. So, was liegt hier? Oh, 35 Mal. Ja, wir sind dunkler geworden. Ja, die Gesundheit ist dunkler geworden. Weil die Gesundheit erkennt man hinten am Nacken. Ja, können wir mal da ein bisschen drauf eingehen. Es erinnert halt doch sehr stark an Dead Space. Das sind ja auch die Macher von dem klassischen Dead Space. Richtig gut. Hier ist auch noch was. Das ist halt einfach mega. Kann ich nicht aufnehmen. Okay, aber müssen wir Leben voll. Das Leben ist voll. Ein volles Leben. Sehr geil. Okay. Oh, da ist noch ein Lüftungsschacht. Schauen wir mal. Wo kommen wir denn da jetzt hin? Durch die Krankenstation durch. Suche noch das Waffenlager. Okay, du bist bald da. Geh einfach weiter. Oh fuck, wie gut ist das denn bitte gemacht? Halt, warte mal, die kommen ja schon. Du hältst einen Rand. Da ist doch gerade noch einer vorher gekommen, oder? Warte mal, hier ist einer. Wo ist denn der andere? Ist der abgehauen? Boah. Also die Kämpfe sind echt fordernd. Gar nicht mal schlecht. Speichern. Spiel speichern. Sehr geil. Wurde schon ausgeräumt. Hier liegt nur noch ein Schocker rum. Ein Elektroschocker, ja. Aber die Dinger haben es in sich. Und wir werden ihn brauchen. Hör zu. Du bist fast am Wachturm. Ich musste mich durchschleichen. Aber jetzt ist da keiner. Sollte also kein Problem sein. Alles klar, bis dann. Okay, Jacob, du Vollidiot, warum wirfst du das weg? Kehre zum Wachturm zurück. Warum wirft der die Brechstange weg? Warte, ich gucke hier nochmal in Ruhe durch. Auf jeden Fall sind hier schon wieder irgendwelche Monster. Die Tür ist verschlossen, wahrscheinlich öffne ich jetzt gleich die Tür. Komm her, ja! Ah!
das habe ich ja gar nicht gesehen. Alter! Guckt euch das an. Ja, Wahnsinn. Aber die verfolgen uns ja überall hin, ne? Zugangshalle P263. Schön schauen, ist da was? Nee, da ist nichts. Ja, jetzt wäre ich doch lieber gerne nochmal zurückgegangen und hätte die Sicherung. Die Sicherung genommen. So, okay. Okay, Freunde, wir haben das Waffenlager, wir haben die Krankenstation durchsucht. Haben unsere Brechstange weggeschmissen, dafür haben wir jetzt einen super tollen Elektroschocker. Und ich würde sagen, machen wir hier erstmal Part Ende. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid bei The Callisto Protocol. Ciao, macht's gut.